Da gibt es unter anderem zum Beispiel auch deutsche Crowdinvesting-Plattformen, die im Internet ein Investitionsangebot freischalten für ein Start-up zum Beispiel. Und binnen weniger Minuten, so hört man, haben sich 200 private Investoren gefunden, die ein Startkapital von nicht weniger als 50.000 Euro zusammengetragen haben. Naja, so denke ich mal, das klingt ja gut, das geht ganz schön schnell. So schnell geht es in Österreich noch nicht, mit der großen Betonung offenbar auf das noch, denn auch hier scheint Crowdinvesting richtig angekommen zu sein und entwickelt sich offenbar prächtig. Ich habe mir ein paar Zahlen geben lassen. 2013 und 2014 hat das Finanzierungsinstrument Crowdinvesting bereits über 3 Millionen Euro an Risikokapital aufgebracht und damit bitte nicht weniger als 26 Projekte erfolgreich finanziert. Habe ich mir gedacht, das scheint die Antwort auf viele Fragen zu sein, vielleicht auch eine Antwort auf die schwierigen Finanzierungsbedingungen, mit denen wir es Unternehmer und Unternehmerinnen ja momentan am Kapitalmarkt auch zu tun haben. Ja bloß, wie kommt man zu dieser Crowd? Und wer oder was ist das überhaupt? Und ja, welche Projekte eignen sich da? Kann da wirklich jeder sich so ein bisschen Geld von der Crowd holen? Und wenn ja, wie bitte funktioniert das in der Praxis? Das und noch ein paar andere Fragen sind genau die, die uns jetzt beschäftigen sollen in den nächsten 90 Minuten. Wir wollen Ihnen dazu zwei kurze Impulsreferate anbieten und dann hier auf der Bühne vor allem auch die Menschen versammeln, die solche Projekte und vielleicht sogar auch ihr ganzes Unternehmen über Crowdinvesting finanziert haben. Und ich bin echt gespannt, welche Geschichten wir da wohl zu hören bekommen. Die Bundessparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Österreich hat dieses Thema auf die ID-Agenda geschrieben, ist auch sehr dahinter, initiiert auch hier sehr viel zu diesem Thema, eröffnet daher diesen Themenblock auch für uns. Der Bundesspartenobmann, Kommerzialrat Robert Bodenstein, ist zu uns gekommen, um das zu tun. Herzlichen Dank auch für die, herzlich willkommen zunächst einmal und herzlichen Dank für die Initiative. Ja, das wäre eigentlich eins vorgesehen. Leute, na gut, ich gehe mal ein bisschen einen Zahn zulegen. Das war nämlich nicht vorgesehen, das ist alles vorbereitet. So, und jetzt laufe ich wieder zurück. Das wollte jetzt immer schon einmal sehen. Gell? Jetzt keuche ich durch mein Mikro. Man könnte das Mikro in der Zwischenzeit von mir zumachen. Danke. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch aus meiner Seite. Herzlich willkommen zu einer Veranstaltung, wo man sich fragen könnte, was hat das eigentlich mit einem ID zu tun? Also ID, wo es ja um IT und Informationssysteme bei Unternehmen geht, was hat das mit Crowdfunding zu tun? Nun, auf den ersten Blick kann dieser Zweifel berechtigt sein, auf den zweiten Blick, glaube ich, gibt es eine ganze Menge von Themen, die miteinander sehr eng verbunden sind und die gerade in diesem Zusammenhang schlagend sind. Ich war jetzt die letzten Tage in Barcelona auf dem Mobile World Congress, eine ganz tolle Veranstaltung, hunderttausende Besucher schauen sich dort an, was sich in der Welt des mobilen Business tut. Und wenn man dort eintaucht in diese Welt, dann ist man überwältigt von der Vielfalt und von der Kraft, die hier von den einzelnen Unternehmen ausgeht, die herzeigen, was sie alles können. Und neben dem, was wir in den Medien mitbekommen, dass Samsung jetzt ein noch flacheres Telefon herausgebracht hat oder irgendein anderer Anbieter noch mehr Auflösung zusammengebracht hat, neben dem gibt es wirklich tolle Entwicklungen, die dort gezeigt werden. Und diese Entwicklungen sind dermaßen vielfältig und verlangen dermaßen viel Innovation, dass das nicht von selbst aus passiert, sondern dass das nur von Unternehmen getragen wird, die einmal einen sehr kreativen und auch einen sehr innovativen Zugang haben. Damit es diesen Zugang gibt, muss es eine Art Biotop geben, muss es eine Art Kultur geben, wo sich das entwickeln kann. Und neben bestimmten Rahmenbedingungen wie Ausbildung, aber auch technische Rahmenparameter, vom Breitband angefangen bis zu entsprechend gesetzlichen Rahmenbedingungen, muss es auch eine Welt geben, in der Finanzierung möglich ist. Derzeit ist das Thema Finanzierung eines, besonders in diesem kleinen und diesem Start-up-Bereich, ist dieses Thema Finanzierung ein sehr schwieriges Thema.
Und wenn man mit der Bankenlandschaft spricht, dann sagt ihr das auch mittlerweile sehr offen, dass sie sagt, wir tun uns wirklich schwer, nennenswerte Beträge zu finanzieren, weil wir über unsere Eigenkapitalrichtlinien gezwungen werden, so viel Geld zu hinterlegen, dass es eigentlich kein gutes Geschäft ist. Es ist nicht nur kein gutes, sondern es ist ein schlechtes Geschäft. Das können wir uns nicht leisten. Daher sind wir, ob wir jetzt sagen sollen, gezwungen oder wir sind angeregt, das überlasse ich jetzt Ihrer eigenen Interpretation, aber wir müssen uns über die Frage zu alternativen Finanzierungsmethoden den Kopf zerbrechen. Und eine der alternativen Finanzierungsmethoden ist Crowdinvest, Crowdfunding. Was da die Unterschiede sind, werden wir vielleicht noch hören und werden wir auch noch diskutieren. Mit vielen Vorteilen, aber natürlich werden wir nicht die gesamte Finanzierungsproblematik in Österreich damit lösen, aber gerade in dem Bereich, wo wir diese Vielfalt, wo wir die Innovationskraft fördern wollen und wo wir sie enablen wollen zu einer neuen Dimension von Wirtschaft, gerade dort kann Crowdfunding eine hervorragende Finanzierungsform sein, weil es viele positive Rahmenbedingungen dazu gibt. Ich denke, dass wir langsam aber sicher auf dem Weg sind, hier auch gesetzliche Strukturen zu schaffen, die das ermöglichen. Es gibt natürlich Probleme, ich denke jetzt an das Thema Konsumentenschutz, die zu berücksichtigen sind, aber nur weil es Probleme gibt, muss man ja nicht gleich eine ganze Lösung vom Tisch fegen, sondern müsste genau den gegenteiligen Ansatz nehmen, nämlich dass man diese Probleme angeht und löst. Und das Thema Crowdfinance-Gesetz ist ja gerade in den entsprechenden Schritten drinnen und eingetaktet, ist auch für die Bundesregierung ein Thema, das wichtig ist. Ich bin mir sicher, dass wir heute im Rahmen der Diskussionen, ich kenne einige der Teilnehmer dabei, ganz tolle Beispiele finden werden, wie das funktionieren kann. Uns geht es auch darum, dass Sie, die hier herausgehen, vielleicht eine Form finden, die für Sie praktikabel ist oder sagen können, na, das passt für mich nicht. Wer von Ihnen ist auf der Suche nach Geld? Wer nicht? Also es sind schon einige da, die auf der Suche nach Geld sind. Die anderen sind vielleicht Multiplikatoren. Wie auch immer, Bühne frei für diejenigen, die Ihnen den Zugang geben. Und herzlichen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, Robert Bodenstein. Ja, in der Sparte Information und Consulting gibt es den Fachverband der Finanzdienstleister und der hat ein paar wesentliche Stakeholder zusammengeholt zu diesem Thema und dazu den Arbeitskreis Crowdinvesting-Plattformen ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, einerseits natürlich dieses Finanzierungsinstrument hier in diesem Land zu verankern, zu fördern, andererseits aber auch darauf zu achten, dass einheitliche Qualitätsstandards Einzug halten und natürlich auch eingehalten werden. Und wie das bei allem Neuen so ist und wichtig ist, eine Anlaufstelle einzurichten für all diejenigen, die sich um das Thema interessieren. Der Vorsitzende und Sprecher dieses Arbeitskreises ist Paul Pöltner. Er gibt uns jetzt den ersten Impuls zum Thema. Herzlich willkommen auf der ID-Bühne, Paul Pöltner. Da ist er. Schönen Nachmittag. Ich hoffe, Sie hatten alle schon Ihr Mittagessen. Das heißt, Sie sind jetzt entspannt hier bei diesem Vortrag. Ich möchte mich gleich mit einer kleinen Umfrage anschließen und fragen, wer hat bei Ihnen schon allemal bei einer Crowdfunding, Crowdinvesting, Plattform investiert? Hände bitte hoch. Das heißt, ein paar haben heute schon am Nachmittag was zu tun, um das auch hautnah selbst erfahren zu können. Jetzt schaue ich, dass die Präsentation funktioniert. No. Ich darf Sie als Vorsitzende des Arbeitskreises allgemein in das Thema einführen. Was haben wir uns gedacht? Was sind einfach die Hintergedanken hinter Crowdinvesting? Ein ganz wichtiger Punkt, natürlich sind wir alle hier, es geht um das Thema Finanzierung. Aber ein wichtiger Punkt bei Crowdinvesting, Crowdfunding ist der, dass es nicht nur um das Thema Finanzierung geht. Es geht darum, wie kann ich aktuelle Medien nutzen, um damit mein Unternehmen insgesamt zu stärken, insgesamt unter Umständen eine Community aufbauen, eine Kundenbindung zu machen und zusätzlich auch noch für mein Unternehmen Kapital zu bringen. Und das alles verspricht Crowdinvesting, beziehungsweise wäre ein Tool, das Sie für sich nutzen können. Wo ist Crowdinvesting eingeordnet oder wann können Sie Crowdinvesting für Unternehmen nutzen? Grundsätzlich, es gibt so die ersten Erfahrungen, dass man sagt, es ist in einer frühen Produktentwicklungsphase oder in einer frühen Expansionsphase, wo man hinausgeht an den Markt und sagt, ich habe hier etwas und möchte das präsentieren. Und ein wichtiger Punkt, den man hier immer mitnehmen muss, ist,
Crowdinvesting steht in der Finanzierung nicht alleine. Es ist immer ein Mix aus Bankenfinanzierung, Förderungen und dann fehlt unter Umständen ein Teil und der Teil, der fehlt, kann zusätzlich mit Crowdinvesting finanziert werden. Vielleicht noch ein paar Worte, weil auch die Frage kommt, was ist eigentlich Crowdinvesting? Crowdinvesting ist die einfache Möglichkeit, dass Sie Ihr Unternehmen auf einer Plattform einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können und Personen können sagen, ja, ich finde diese Idee, das Unternehmen, das Gründerteam super, ich möchte das unterstützen. Ich möchte das aber nicht nur unterstützen mit einem Spende, sondern ich möchte es unterstützen, indem ich sage, ja, ich gebe dir jetzt ein Geld, damit du das umsetzen kannst, aber wenn es gut geht, möchte ich auch etwas davon zurückhaben. Und davon gibt es eine Unterscheidung, wir sind da relativ streng, zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting. Bei Crowdfunding sprechen wir davon, man gibt den Unternehmen Geld und bekommt entweder A, gar nichts, weil es eine Spende ist, oder B, man bekommt das Produkt. Und das bekannteste Beispiel ist Kickstarter. Ich schätze mal, die meisten von Ihnen kennen. Sie haben mehr als 1 Milliarde US-Dollar mittlerweile finanziert pro Jahr. Und die machen das über einen Produktvorkauf. Das heißt Crowdfunding, Spende bzw. Produktvorkauf, Crowdinvesting, gibt es einen monetären Rückfluss von dem Unternehmen. Wie funktioniert das Ganze im Teil? Sie als Unternehmen kommen zu einer Crowdfunding-Plattform und sagen, ich möchte mich hier präsentieren und haben auf der Plattform die Möglichkeit, Ihr Unternehmen darzustellen, Ihr Projekt darzustellen, das Team darzustellen und zu präsentieren, was sind die Schritte, die Sie unternehmen wollen, wenn Sie eine Finanzierung sicherstellen. Wichtige Punkte oder Schwellen, es gibt bei den meisten Plattformen eine sogenannte Funding-Schwelle und ein sogenanntes Funding-Limit. Die Funding-Schwelle sagt aus, wenn dieser Betrag erreicht wird, wird das Projekt umgesetzt. Wird diese Schwelle nicht erreicht, geht das Geld wieder zurück. Was ergibt sich daraus? Nicht jedes Projekt muss zwangsläufig finanziert werden. Wenn man auch bei Kickstarter schaut, es gibt viele Unternehmen, die es nicht schaffen. Aber die, die es schaffen, haben einen großen Vorteil, weil sie die Community aufgebaut haben. Und der zweite Punkt ist das Funding Limit, das ist der maximale Betrag, den das Unternehmen sagt, das brauche ich nicht, mehr kann ich nicht mit dem Geld anfangen, um meine Idee umzusetzen. Auf der anderen Seite haben die Investoren die Möglichkeit, auf die Plattform zu gehen, sich das Projekt anzuschauen, der allerwichtigste Punkt, Fragen zu stellen, zu hinterfragen, was tut das Unternehmen eigentlich, Feedback zu geben und dann in einen gemeinsamen Austausch zu gehen. Und das hilft nicht nur dem Unternehmen, sondern auch dem Investor, weil der eine Erfahrung bekommt, was tut sich eigentlich bei dem Unternehmen. Wenn der Investor sagt, ja, ich möchte investieren, wird das Ganze an einen Zahlungsdienstleister das Geld übergeben, dort so lange reserviert, bis das Unternehmen die Funding-Schwelle erreicht hat. Ist sie erreicht, geht das Geld ans Unternehmen, wird die Funding-Schwelle nicht erreicht, geht es zurück an den Investor. Danach gibt es Unterschiede, je nach Plattform unterschiedliche Informationspolitiken, wie der Investor dann über das Projekt laufend informiert wird und wann er auch entsprechend monetäre Rückflüsse bekommt. Nochmal, für welche Unternehmen ist das Projekt, ist Crowdinvesting? Der allerwichtigste Punkt, und das kann ich nur dreimal betonen, eine Plattform kann niemals allein eine Crowdinvesting-Kampagne machen. Es geht immer darum, dass das Unternehmen sagt, ja, ich möchte das nutzen, um die Öffentlichkeit anzusprechen, um mich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist der allerwichtigste Punkt. Für Unternehmen, die das entsprechend nutzen wollen, gibt es derzeit auch gerade enorme Möglichkeiten, weil sie nicht nur eben diese Community aufbauen können, sondern eben auch sehr stark zu Multiplikatoren kommen, Leute über ihr Unternehmen informieren können, eventuell auch noch in einer sehr frühen Phase, wo sie sonst überhaupt nicht hinkommen könnten. Ein weiterer Punkt ist, dass sie bestehende Kunden für ihr Unternehmen oder an ihr Unternehmen enger binden können und damit einen Teil des Weges des Unternehmens enger gemeinsam gehen können. Und der letzte Punkt ist, ich habe es jetzt eh schon, ist der Aufbau eben einer entsprechenden Community. Das heißt, der wichtigste Punkt ist, für alle Unternehmen, die sagen, ja, ich möchte in die Öffentlichkeit gehen, ich möchte mein Unternehmen entsprechend präsentieren, mit meinen Kunden in den Austausch gehen, mit dem Markt in Austausch gehen. Das können junge Unternehmen sein, die gerade ihr erstes Produkt entwickeln, aber das können auch gestandene Unternehmen sein, die sagen, ja, ich gehe in die Expansion, ja, ich habe ein neues Produkt, mit dem ich hinausgehen möchte. Für welche Investoren ist Crowdinvesting? Wenn ich sage, es ist kein Risiko verbunden, dann glaube ich, glaubt man das keiner. Der höchste Punkt ist, es gibt höhere Renditenchancen, aber mit den höheren Renditenchancen sind ganz klar höhere Risiken verbunden. Warum? Sie beteiligen sich an dem Aufbau eines Unternehmens. Was heißt das? Das heißt, ein Unternehmen kommt und sagt, ich habe eine Idee, ich habe gewisse Erfahrungen, aber ich habe Hypothesen. Hypothesen über meinen Markt, Hypothesen über ein Produkt, Hypothesen über die Zielgruppe. Und mit der Finanzierung werden diese Hypothesen getestet. Und es werden nicht alle Hypothesen aufgehen und das ist das Risiko, das sie tragen, wenn das Unternehmen entsprechend
wenn das Unternehmen sich entsprechend umsetzt. Aber wenn das Ganze aufgeht, dann haben Sie die Möglichkeit, an diesem Erfolg auch entsprechend mitzupartizipieren. Ein weiterer Punkt ist, dass wir immer wieder Personen gehabt haben, wir waren in sehr vielen Gesprächen, die gesagt haben, ja, ich würde gerne teilhaben, ich möchte gerne mit den Unternehmen gemeinsam mitleben, was sich hier tut. Über Crowdinvesting haben Sie diese Möglichkeit, Sie werden laufend informiert, es gibt bei den Unternehmen unterschiedliche Veranstaltungen, Sie werden das bei einzelnen Projekten noch hören heute, um hier einfach eine gewisse Nähe zu bekommen. Und der letzte Punkt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen einfach schauen, wie können wir die Innovationskraft bei uns im Land halten und wie können wir damit halten, dass wir Innovationen umsetzen und um Innovationen umzusetzen, brauchen wir Kapital. Und wir sehen, dass bei unserem Projekt ein Großteil des Geldes geht einfach in Personalkosten, um diese Ideen umzusetzen. Das wird genutzt, um auch hier entsprechend Arbeitsplätze zu schaffen. Ich gehe jetzt nur ganz kurz darüber, was müssen Sie tun, wenn Sie ein Projekt finanzieren wollen? Zunächst einmal, Sie haben eine Idee oder ein Projekt, das Sie finanzieren wollen. Es geht darum, etwas Neues oder eine Expansion zu präsentieren. Mit dieser Idee gehen Sie zu einer Plattform. Die meisten Plattformen werden einen Businessplan verlangen, werden einen Finanzplan verlangen und einfach Informationen, damit man erfährt, was wollen Sie überhaupt machen. Kommt man hier mit der Plattform zu einem gemeinsamen Ergebnis, dass Crowdinvesting für sinnvoll erachtet wird, haben Sie die Möglichkeit, Sie euch auf der Plattform entsprechend zu präsentieren und eine Crowd zum Investieren aufzubauen. Wurde die Funding-Schwelle erreicht in der definierten Zeit, wird das Projekt abgeschlossen und Sie bekommen das Geld überwiesen. Eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird, ist das überhaupt rechtlich legal? Ich kann damit sagen, ja, alle Plattformen oder ein Großteil der Plattformen hat das mit Finanzmarktaufsicht, mit diversen Organisationen abgestimmt. Wir machen das nun schon seit über 2 Jahren. Und in den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen ist Crowdinvesting machbar und umsetzbar. Die Frage ist, und das sind auch die Diskussionen, wie viel Kapital kann man mit Crowdinvesting einsammeln? Und da gibt es eine wichtige Grenze, das sind diese 250.000 Euro. Ab dieser Grenze müssen Sie einen Kapitalmarktprospekt erstellen, wenn Sie sich an die breite Öffentlichkeit wenden. Das heißt, bei den meisten Plattformen ist das Limit bei 249.999, damit man ja nicht über die 250.000 Euro kommt. Wenn man aber einen Prospekt erstellt, kann man auch entsprechend höhere Beträge natürlich einsammeln. Wichtig auch da, wenn Sie als Unternehmen daran interessiert sind, sich zu finanzieren, sprechen Sie mit den Plattformen. Die Plattformen sind, glaube ich, mehr als offen, hier Ihnen alle Informationen, alle Fragen entsprechend auch zu beantworten. Wer sind die Plattformen? Es haben sich mittlerweile einige Plattformen hier in Österreich etabliert. Die Plattformbetreiber sind auch hier im Publikum. Jetzt hoffe ich, darf ich so aktiv sein. Vielleicht, dass die Plattformbetreiber kurz mal aufstehen, dass man gleich sieht, wo man dann sich hinwenden kann. Das heißt, für Fragen stehen Sie dann sicher auch gerne bereit. Was haben diese Plattformen gemeinsam geschafft? Wir haben im letzten Jahr fast 2,5 Millionen Euro finanziert. Das ist im Vergleich zum 2013 schon ein sehr schönes Ergebnis. Wenn man sich anschaut, die Entwicklungen, wie es in Deutschland und in den UK geht, werden wir es dieses Jahr da sicher mehr als verdoppeln. Das heißt, es ist ein Instrument, das hier in Österreich angekommen ist, mit dem man aktiv arbeiten kann und das für uns auch als Arbeitskreis wichtig ist. Wir wollen das nachhaltig als eine zusätzliche Form der Unternehmensfinanzierung etablieren. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und ein Punkt dazu ist, Sie alle sind hier auch eingeladen, uns Feedback zu geben. Es ist ein neues Instrument und jeder von Ihnen ist gefragt, dass wir gemeinsam dieses Instrument für uns nutzbar machen. Wer sind die Plattformen noch einmal im Detail? Wir haben hier ein paar aufgeteilt nach Regionen. Wir haben 2 Plattformen in der Steiermark, die eine Finanzierung über ein sogenanntes Substanzgenussrecht machen. Die Plattformen können dann, glaube ich, nochmal im Detail erklären, was das bedeutet. Im Wesentlichen haben sie einen schuldrechtlichen Anspruch am etwaige Dividenden und eine Unternehmenswertsteigerung. Wir haben 2 Plattformen in Wien, die es prima über ein Nachrangdarlehen hier ihre Leistungen anbieten, beziehungsweise in Oberösterreich und auch im Waldviertel eine Plattform, die hier aktiv ist. Sie sehen hier die Links der entsprechenden Projekte, das heißt, wenn Sie am Abend das auch das erste Mal ausprobieren wollen, sind Sie sicher herzlich willkommen, das selber zu testen. Investitionen sind da ab 100, 200 Euro möglich. Ganz kurz, was ist der Arbeitskreis? Unsere Aufgabe ist, einheitliche Qualitätsstandards zu liefern. Wir arbeiten gerade an Standesregeln, um hier einfach die Transparenz für die Investoren zu erhöhen. Wir haben bereits aufgelegt eine Checkliste. In dieser Checkliste haben Sie ein paar wichtige Fragen, die Sie sich selbst stellen sollten, wenn Sie über Crowdinvesting als Investor nachdenken. Und es geht darum, wie schon angesprochen, Crowdinvesting als alternative Form zu etablieren. Ausblick,
Es international tut sich sehr viel, sowohl auf europäischer Ebene wird sehr intensiv über das Thema Crowdinvesting diskutiert. In Deutschland ist die Diskussion über das sogenannte Kleinanlegerschutzgesetz ein wichtiger Punkt, ist, wie viel Kapital darf man hier einsammeln. Und auch in Österreich sind wir intensiv mit politischen Diskussionen, wie kann man Crowdinvesting insgesamt etablieren. Das heißt, hier die abschließenden Worte: Crowdinvesting ist in Österreich, in Europa angekommen als alternatives Finanzierungsinstrument. Und hier geht es uns, glaube ich, alle an, zu schauen, wie können wir gemeinsam dieses Instrument zu heben und für uns alle einfach nutzbar zu machen. Danke. Happy Investing, how nice.